Ein gutes halbes Jahr ist es jetzt her, dass die Bauern auf deutschen Straßen protestiert haben. Ja, dass die Lage nicht etwa entspannt, sondern noch weiter zugespitzt hat, schauen wir uns heute an. Und damit herzlich willkommen hier in Wetzolds Welt, dem Kanal für die radikale Mitte. Ja, es ist ja so, dass die Bauern im Sommer in der Regel nicht auf die Straße gehen und protestieren, schlicht und ergreifend, weil sie dort eben genug zu tun haben. Und im Winter über, da haben sie eben die Zeit, um zu protestieren. Das heißt, wenn die Bauern nicht protestieren, heißt es nicht automatisch, dass es ihnen besser geht. Und das sehen wir hier an einer Meldung, die beim Spiegel reingekommen ist, wobei es sich auch um Sekundärberichterstattung handelt. Und zwar titelt hier der Spiegel: Bauernverband beklagt schlechte Ernte. Es ist eine ausgesprochen negative Bilanz, die der Deutsche Bauernverband für die Ernte in diesem Jahr zieht. Landwirte sind enttäuscht. Die Erträge liegen unter dem Vorjahr, sagt der Bauernpräsident Joachim Ruckwied im ZDF Morgenmagazin. Und dann wird eben davon berichtet, dass die Bauern enttäuscht seien und auch das Preisniveau unter dem vom Vorjahr liegt, was ja bemerkenswert ist vor dem Hintergrund, dass die Preise ansonsten in den Supermarkt ja deutlich angezogen haben. Also da sieht man schon, dass, ich will mal sagen, ein Sprung in der Matrix ist. Aber dazu später mehr. Ja, dann geht es, wird dann davon berichtet, dass es eben rückläufige Erträge in diversen Sparten, Getreide, Raps etc. gibt und auch, dass die Qualitäten rückläufig seien. Natürlich wird hier der Klimawandel verantwortlich gemacht, der ja für alles verantwortlich gemacht wird, aber eben auch was Konkretes und Messbares. Das heißt, es geht auch um politische Vorgaben, so wird hier der Bauernpräsident zitiert. Wir dürfen in manchen Gebieten nicht mehr bedarfsgerecht düngen, können die Pflanzen vor Schädlingen und Infektionen nicht mehr so schützen, sagt der Bauernpräsident. Ja, da ist natürlich dann auch die Frage, ob das noch Verhältnismäßigkeit ist. Ich meine, ökologische Landwirtschaft ist ja sicher eine gute Sache, aber wenn dann die Bauern drunter leiden, am Ende des Tages dann auch die Endverbraucherpreise oder aber in den ärmsten Regionen der Welt dann der Hunger zunimmt, kann das ja nicht wirklich das Ziel meines Erachtens sein. Also da sind die Prioritäten einfach falsch gesetzt. Aber lesen wir weiter. Ja, hier ist jetzt die entscheidende Information. Trotz der schlechten Ernte erwartet Ruckwied keinen Preisanstieg für die Verbraucher. Davon gehe ich im Moment nicht aus. Die Lebensmittelpreise seien über Jahrzehnte der Stabilisator bei der Inflation gewesen. 2022 und 2023 habe er zwar einen deutlichen Preisanstieg bei Lebensmitteln gegeben, so Ruckwied, aber unsere Preise sind mittlerweile wieder auf einem nicht zufriedenstellenden Niveau angelangt und unser Anteil am Endpreis nimmt ständig ab. Ja, das ist, denke ich, eine sehr bedenkliche Entwicklung und deswegen geht es hier für mich nicht nur um die Bauern, sondern allgemein um die ökonomische Lage. Das heißt, das, was wir sehen, ist, dass die Inflation angezogen hat, aber die Bauern sozusagen nicht entsprechend dann mit Mehreinnahmen rechnen können, weil wir nach wie vor hier sehr niedrige Preise haben und vor allem, was gesagt wird, dass eben der Anteil der Rohstoffpreise an den Nahrungsmitteln beständig abnehmen würde. Ja, und wie können wir das interpretieren? Also unsere Preise für den Endverbraucher nehmen zu, aber das, was die Bauern bekommen, das nimmt ständig ab, beziehungsweise die Einnahmen nehmen nicht entsprechend zu. Wie hat man das zu verstehen? Und ich sehe das als ein Indiz dafür, dass wir, wenn man so will, eine Art überschuldete Gesamtvolkswirtschaft haben. Und da geht es jetzt nicht primär auch nur um Schulden, das auch, aber es geht einfach darum, dass sozusagen immer mehr Kapital an den Kapitalmärkten vorhanden ist, das in irgendeiner Weise Rendite erwirtschaften soll. Und natürlich ist vieles von dem, was dort an den Finanzmärkten zirkuliert, im Grunde genommen aufgeblasenes Blasenwettengeld. Ja, das kann also unmöglich alles ja sich materialisieren. Ja. Das heißt, im Grunde genommen, viele von den Werten, die an den Finanzmärkten gehandelt sind, sind eigentlich Fantasiezahlen, ja. Es ist also völlig unmöglich, dass sozusagen das in irgendeiner Weise jetzt nur in erheblichen Anteilen auch wieder in die Realwirtschaft fließen könnte. Da hätten wir sofort eine riesige Inflation, ja. Das heißt, wir haben Mechanismen, die dafür sorgen, dass
jetzt beispielsweise die Landwirte immer weniger verdienen, aber trotzdem wir Endverbraucher immer mehr zahlen. Und das kann ich mir eben nur so erklären, dass auf dem Weg vom Rohstoff zum Produkt sozusagen immer mehr Rendite abgeworfen werden muss für, ja, wen auch immer, also für letztlich die Oligarchen der Weltwirtschaft, die sozusagen letztlich von dem Spiel an den Finanzmärkten profitieren. Ja, also das, was ja eigentlich zu erwarten wäre, wenn eine Ökonomie, eine Wirtschaft immer effizienter wird und effektiver wird, und wir haben etwa einen Produktivitätszuwachs pro Jahr von etwa 1% und das schon seit Jahrzehnten, dann müssten ja eigentlich die Waren und Produkte immer günstiger werden. Das sehen wir aber nicht. Ja? Wir sehen aber, dass sozusagen die Kapitalmengen, die an den Finanzmärkten gehandelt werden, also seit 40, 50 Jahren exponentiell anwachsen und also in immer atemberaubendere Größen vorstoßen. Und das heißt, hier identifiziere ich einen substanziell dysfunktionales System, an dem jetzt in dem Beispiel die Landwirte das Nachsehen haben, aber die Landwirte, das sind am Ende des Tages wir alle, weil wir sind nicht in einer sehr viel anderen Situation. Auch in anderen Branchen gibt es beispielsweise extremen Druck auf den Löhnen, speziell auch in Deutschland bei hochqualifizierten hochqualifizierten Berufen ist das der Fall, ja, sodass also das, was Sie hier bei den Bauern sehen, ein Missstand ist, der uns letztlich alle betrifft und wo ich die Diagnose stelle, dass wir in einem schwer dysfunktionalen Zustand angekommen sind. Wir haben eine große Überakkumulation an Kapital und im Grunde genommen müsste man ja einen Reset-Button drücken, einen Großteil der, zumindest der sehr großen Vermögen neu verteilen und das ist und einen Großteil auch der Schulden streichen, ja, um sozusagen wieder vernünftigere Ausgangsbasis zu schaffen. Aber ich glaube, so viel Einsicht bzw. so viel Altruismus ist leider in der Welt nicht vorhanden, sodass wir wahrscheinlich doch eher mit disruptiven Korrekturen rechnen müssen. Die große, große Korrektur, die es ja in ähnlicher Weise schon gab, meines Erachtens, sind die beiden Weltkriege, vor allem der zweite, ja, der sozusagen auch hier eine gravierende Unausgewogenheit im Gesamtsystem auf eine gewaltsame Weise korrigiert hat. Und wir dürfen hoffen, oder wir können hoffen, dass es nicht diesmal ganz so schlimm kommt. Aber wenn ich mir die Krisen der letzten Jahre anschaue, dann ja, kann man da seine Zweifel haben. In diesem Sinne, bleibt wachsam. Und wenn ihr mehr ökonomischen Verstand und Bildung habt als ich, lasst einen Kommentar auf jeden Fall da. Ich bin da für jeden Wissenszuwachs dankbar, denn ich bin da auch nur Laie und versuche mir meinen Reim aus den Meldungen zu machen. Auf jeden Fall diese Meldung vom Bauernverband, da muss man zwischen den Zeilen lesen und sieht, dass etwas grundsätzlich nicht stimmt im Staate Dänemark, so wie mir jetzt frei nach Shakespeare hier zu urteilen. In diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst ein Like da und tschüss, bis zum nächsten Mal.